absolut grandios. Ich meine, klar, die Vorlage war jetzt relativ einfach gehalten, aber das zeigt halt auch wieder, dass es manchmal einfach wirklich nur eine gute Spielmechanik braucht und nicht super High-End-Grafiken. Aber wenn man dann eine geile Spielmechanik hat und die noch mit super Grafiken versehen kann, dass es halt auch nochmal schick aussieht, dann hast du einen absoluten Gewinner an der Hand. Und ich glaube, das sehen wir hier bei Shapes 2. Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Angespielt auf meinem Kanal. Und wir sind bei einem Spiel, das ich schon mal gespielt habe. In einer etwas anderen Form. Und was jetzt ein gewaltiges Upgrade hingelegt hat. Und zwar rede ich von Shapes. Ich bin Softwerker, ich mache normalerweise ein bisschen Survival Games, Modern Minecraft. Jetzt haben wir gerade Echo zum Beispiel am Start. Alles, wo man so ein bisschen bauen, PvE-mäßig und auch automatisieren kann, Satisfactory zum Beispiel, bin ich gerne mit dabei. Und ab und zu schaue ich mir auch mal neue Spiele an und gucke mir an, wie die so sind. Und ich habe bereits ein Angespielt gemacht zu Shapes damals und fand das Ding super gut. Ich fand das Ding super, super gut. Das war echt gut gemacht und hatte da echt Freude dran. Ne? Jetzt kommt Shapes 2. Und das Originalspiel war ja wirklich nur in 2D. Draufsicht, simple Grafik, simple Mechaniken. Also nicht die Mechaniken, die waren schon recht komplex, aber das Aussehen, es war wirklich sehr, sehr einfach gehalten. Das sah aus wie ein Flash-Game. Ne? Also wenn man es mal überspitzt sagt. Jetzt kommt die Demo zu Shapes 2 und alter Vater, haben die Jungs hier richtig einen vorgelegt. Also ich habe jetzt schon mal kurz reingeschaut und uff Junge, wir fangen mal neu an. Genau, wir spielen Demo und spielen etwa die ersten 2 Stunden. Wie üblich, wenn man angespielt, ich spiele kurz rein und dann mache ich kurze Aufnahmepause. Spiel ein bisschen weiter und dann zeige ich euch dann mal das Ende oder das Endfazit und dann sehen wir mal, was da so geht. Aber was ich bisher schon gesehen habe, ist halt wirklich extrem grandios. Das macht halt wirklich, also ich habe selten ein Spiel gesehen, was solch eine Entwicklung hingelegt hat. Ja, fangen wir an. Wir haben hier die Extraktoren. Das ist das Grundspielprinzip eigentlich. Du hast die Extraktoren, die liefern dir deine Formen. Die Formen musst du dann einmal liefern. Da haben wir hier die Förderbänder. Auch das Bauen selbst ist super easy gemacht. Das Bauen selbst kostet keine Ressourcen. Sondern du kannst einfach nur bauen, abbauen. Du brauchst dir keine Sorgen, um die Matze zu machen oder irgendwas, sondern es ist einfach da. Steuerung Y geht übrigens auch, genau, rückgängig machen, zack. So. Das zum mittleren Maus, das zum Drehen, jawohl. Und wir brauchen 4 Extraktoren, okay, dann los. Zack. Und dann kann man jetzt die Dinger verbinden. Einmal da direkt. Auch dieses direkt rüberziehen, das finde ich so gut. Du siehst einfach nur die Förderbänder hier. Du kannst entweder abziehen, einfach wenn du möchtest, ein paar Mal. Und dann wieder rumlegen zum Beispiel. Ups, so. Geht einwandfrei. Und was dabei sehr schön ist, ist zum Beispiel, du hast jetzt hier so Animationen auch. Du siehst es hier, ne? Da geht dann da der eine Pöppel runter, der andere geht hoch. Hier der schubst dir dann quasi immer mal wieder rüber, hier einen zweiten, ne? Und sowas halt. Okay, Übersicht. Genau. Pipette klonen, genau. Mit C kann man quasi auch sagen, so, ich möchte gerne das Ding einmal kopieren. Ne? Ja. Das ist ziemlich grandios. Lassen wir hier den Spaß abreißen gerade. Brauchen wir ja nicht mehr. So. Jetzt haben wir hier die Rampe. Mit C konnte man es klonen, ne? C. Darüber ziehen, daran ziehen und da rein. So, dann schießen wir mal die beiden da rein. Ach, haben wir schon. Hälftenzerstörer. Ja, also das Grundspielprinzip ist exakt dasselbe. Du bekommst diese Formen, musst die jetzt entsprechend in die Mitte leiten und dann bearbeiten. Jetzt bekommen wir den Hälftenzerstörer, der schneidet quasi die Hälfte einfach weg. Alles klar. Und dadurch schaltest du eben neue Sachen frei. Wir haben
Das neue Ziel erfordert Quadrate. Die Quadrate waren hier drüben. Genau, finden auf der. Genau, das ist die Vortex-Plattform. Warum wir das machen, weiß ich nicht. Das weiß, glaube ich, keiner so genau. Drehen. Aber wir machen es erstmal. Und jetzt haben wir hier den Schneider. So. Und davon können wir jetzt 6 machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Und dann einmal. Zack, darüber ziehen, verbreiten. Das ist so. Das ist so unglaublich geschmeidig, ist das? Zack. Ups. Das ist so unglaublich geschmeidig. Das ist einfach nur grandios. Ich feiere das total. So. Können wir das nehmen, einfach darüber ziehen, fertig. Und reinschießen. So, das war's schon. So, müssen noch den. Ne, haben wir ja, genau. Schneider haben wir schon drin. Und damit haben wir den Spaß fertig. Müssten hier auch nochmal ganz kurz dann das Förderband so ran und so ran, dass die aus noch arbeiten können. Und jetzt sorgen wir dafür, dass das Förderband eben entsprechend auch voll wird. Ne? Und fertig. Und wie gesagt, die Animationen selbst sind gut. Es sieht halt unglaublich gut aus. Und das Spielprinzip selbst war damals bei Shapes 1 das der Kern der Geschichte. Und das war super. Das haben sie echt gut hingekriegt, die Geschichte so zu bauen, dass es eben Spaß macht. Jetzt haben sie die Kernmechanik weiterhin. Die ist weiterhin gut, funktioniert einmal frei. Sieht auch gut aus. Und jetzt haben sie aber eben noch die Grafik dazu, um das Ganze nochmal ein bisschen zu machen. Und trotzdem die Spielmechanik, die Spielbarkeit beibehalten. Es ist so, es macht einfach Laune. Es macht einfach Laune, sich hier umzuschauen. Was haben wir hier? Forschung. Also das sind jetzt die Ziele, die ich freischalte, genau. Dann bekommen wir jetzt den Rotator. Der kann dann Sachen aufschnipseln. Zack. Und das ist jetzt die nächste Etage. Etage 2, wir brauchen so ein Viertel. Das, wir gehen wieder rüber zu den Jungs. Ich will mal ganz kurz die Rampen hier klauen. Die finde ich ein bisschen doof. Genauso wie hier. Zack. Dann machen wir stattdessen lieber wieder Förderbänder durch. Ups. Und ups. So. Und jetzt sollen wir das aber. Genau, wir müssen es einmal schneiden. Können wir das hier vorne machen. Einmal schneiden jeweils. Einmal drehen jeweils. Auch schön, man sieht direkt hinten beim Ausgang, was daraus wird. Ne? Jetzt drehen wir einmal, dann ist das so gedreht. Dann schneiden wir den nochmal und dann bekommen wir genau den, den wir brauchen. Wir könnten den jetzt auch nochmal drehen. Brauchen wir aber eigentlich gar nicht. Ne? Das sollte jetzt trotzdem zählen. Wir sollten aber vielleicht noch ein bisschen mehr, wir brauchen 40 davon. Und wir sehen jetzt gerade schon, das bremst jetzt hier gerade. Lass also mal versuchen. Kann ich das irgendwie markieren? Nee. Steuerung. Oh, nice. Guck dir das an, Mann. Wir können jetzt die komplette Reihe nehmen. So. Kopieren. Inhalt leeren. Verbundene Gebäude. Zerstören. Das ist die Anzeige. Schneiden. Rotator. Kann ich das irgendwie kopieren? Kommt vermutlich später, ne? Das kommt vermutlich später. Hier haben wir eine weitere Option. Damit können wir das Schnitttempo erhöhen. Wählt alle verbundenen Strukturen aus. Okay. Wir können sie zerstören. Oder Inhalt des Förderband leeren. Ich kann es aber aktuell nicht. Ja. Ich kann es aktuell nicht löschen oder kopieren. Okay. Was haben wir hier? Wissensdatenbank. Achso, das sind die. Das ist Dingens. Wir können jetzt aber hier einmal das Gerät nehmen und dann einmal. Wir haben jetzt zwei Aufgaben. Einmal die Hälfte und einmal die Viertel. Dann machen wir jetzt erstmal nur die Hälften gerade mit dem Schneider hier. Zack und zack. So. Dann arbeiten die auch wieder. Wir haben so. Sehen wir eigentlich, wenn ich drauf gehe, sehe ich da eigentlich, was das Ding kann? Etage haben wir erreicht. Hier. Der macht 30 pro Minute. Der macht 20 pro Minute, der macht 30, der macht 20. Das ist die Drehgeschichte, bremst hier quasi. Das Ding ist aber, das auf zwei aufzuteilen lohnt in dem Fall nicht. In dem Fall, ja. Ich
100% Effizienz, ja. Und jetzt, wenn wir hier sind, der hier zum Beispiel, der hat jetzt keine 100% Effizienz, weil der ihn tatsächlich nur alle 20 Sekunden, nicht 30 pro Minute kriegt, sondern nur 20 pro Minute. Dementsprechend ist der nicht effizient, sondern eher ein bisschen weniger, ne? Aufgrund der Bremse hier. Könnte man jetzt machen, aber ganz ehrlich, ist es nicht so wichtig. So, da kommen jetzt die Hälften, die gehen jetzt ebenfalls rein und zählen dann gleich schon mal mit. So, Hauptziel 2. Und da haben wir jetzt die nächste Option. Jetzt können wir Förderbänder nach oben legen. Das ist eigentlich relativ simpel. Du nimmst einfach nur hier ein Förderband, setzt es an, hältst es, ziehst, drückst dann Q oder E, um es nach oben zu ziehen, und dann Q, um es wieder runterzuziehen und fertig. Und so kannst du halt eben so kleine Brücken machen, wo dann Sachen dann einfach, oben nachgeleitet werden. Und auch hier wieder die Animation halt, ne? Da kommt das Item, zack. Genau, hier sieht man schon, vorne kommen die Sachen, die man sehen möchte. Und es kommt er dahin. Zieht ihn hoch und fertig. Und dann, es ist so wunderschön auch animiert. Für so ein kleines Spiel ist das echt extrem gut. So, Schnitttempo 1. Jetzt ist der Schneider ein bisschen schneller geworden. Das heißt, jetzt sollte der auch bei 30 sind. Damit ist er wieder genauso schnell wie alle anderen auch. Wir könnten jetzt das Fließbandtempo erhöhen, wenn wir zum Beispiel die Jungs komplett machen. Das heißt, wir werden den Spaß mal löschen. Zack. Das Förderband kann wie viel? Kann 60, genau. Das heißt, da können wir dann 2 machen. Das heißt, wir machen jetzt den einfach Kram weg. Zack. Und dann einfach das so durch. Zack. Die produzieren wir dann weiterhin mit 30. Und schieben die raus. Das transportieren wir 60. Das heißt, die sind auf jeden Fall jetzt bei voller Effizienz unterwegs, weil sie halt eben komplett rausdrücken können. Und so kannst du das jetzt eben, der Anfang ist natürlich logisch, war super, super simpel, ganz klar. So, wir brauchen übrigens 50 von den Dingern. Da können wir mal von hier aus die Dinger nehmen, von hinten raus. So, 4 Stück. Der muss zweimal geschnippelt werden, gedreht. Also wir müssten das hier im Grunde. Wir können sie direkt schon mal schnippeln, wenn es rauskommt. So, schneiden jeweils. Nee, müssen wir sowieso getrennt machen. Weil die sonst nicht passen. Machen wir das hier. Also schneiden. Dann das Drehen dazwischen. Schneiden, drehen, schneiden, genau. Zack. Und jetzt einfach nur das jeweils rausziehen. Mit C konnten wir es durch verankern? Ja, genau. Zack. So, das geht dann hier oben längs. Und dann gehst du dazwischen. Genau, da kommen jetzt die Viertel raus. Die können wir jetzt hier drüber ziehen und dann entsprechend bis nach vorne ranballern. Oh, warte mal, nee. Das solltest du nicht tun. Was machst du da gerade? So. So muss das, ne? Genau. Zack. Dann kommen da die Viertel raus. Das gleiche jetzt hier. Am besten so. Und den so, genau. Also den hoch, den darüber, C drücken, da ran und den da so ran. So, okay. Das ist wieder falsch, sondern wir möchten, dass das Ding hier nach da hinüpft. So, fertig. Okay, damit haben wir das Fließbandtempo schon mal erforscht. Jetzt gehen die Förderbänder alle insgesamt schneller. Und zwar jetzt hoch auf 90 pro Minute. Also sie können also 3 von den Dingern verteilen und damit
müsste ich jetzt wieder umbauen. Das finde ich auch so interessant. Du schaffst halt neue Sachen, schaltest Sachen frei, wodurch du dann wieder umbauen musst. Aber oder du wartest, bis du die schnellen Förderer kriegst und dann passt es wieder. Ja? Aber alleine schon das Bauen, diese winzigen Details, dieses Hüpfen, hier sogar, hier, ne? Diese Schubser. Da sind so kleine Drähtchen dran und sobald was in der Nähe kommt, dann flupp, schießt er das raus. Dann gibt er dem Gas. Und da kannst du es auch fangen lassen. Hier haben wir den Strudel, wo das reingeht. Oh, und das ist so gut. Das ist einfach nur so gut. Also, wie gesagt, ich feiere die Details sehr, sehr, sehr stark. Und das Spiel macht genauso viel Spaß wie vorher. Jetzt natürlich mit neuen Levels und so weiter. Was ist da los? Den Sammler haben wir erledigt. Was macht der? Genau, jetzt können wir das übereinander legen. Das ist jetzt die nächste Geschichte. Da müssen wir Sachen zusammenbringen. Wir können jetzt auch den ganzen Spaß wieder abreißen, wenn wir das wollen. Steuerung Schiff vielleicht. Ja, genau. Da können wir so den kompletten Spaß nehmen. Ups, einfach wegwerfen. Fertig. So. Man kann einfach nur Schiff rechtsklick machen. So, das geht natürlich auch. Das hier umso besser. Guck mal. Ne? Fupp, fertig. Es wurde hier an so viele Sachen gedacht. Das ist einfach nur grandios. Das ist einfach nur wirklich nur grandios. Ich feiere das wirklich, ey, dass wir jetzt hier dasselbe Prinzip haben. Dasselbe Spielprinzip, aber jetzt halt eben nochmal in schick. Und nochmal in gut. So, jetzt haben wir hier den. Achso, da könnte ich es drehen, wenn ich es wollte. Und ich kann den halt auch drehen. Also. Der Output wäre da längs. Input kommt von da. Und die gespiegelte Variante wäre. Ja, entweder nach da oder nach da, okay. So, nur wo der Output dann ist. Der Input ist in beiden Fällen derselbe. Ich müsste halt eventuell drehen, aber es macht ja nichts. Wir können den aber so drehen, dass der. Genau. Ich hätte gerne, dass der Output darüber zeigt. So, und dann geht der da quasi ran. Und da haben wir die Mitte. Hier ein, da ein und da ein. So. Der Aufbau ist. Wie viel kannst denn du gerade? Du kannst machen 15 pro Minute. Okay. Also es wird im Grunde 1 reichen. Oder wir machen halt noch ein paar mehr. Die Dinge kosten ja nicht viel. Dann machen wir noch mal ein paar mehr. So. Zack und zack. Machen wir jetzt mal 8 Stück. So. Ein Förderband kann ja 90 übertragen. Das heißt, das wären sogar 6, ne? 2 wären 30. Ja. Das wären sogar 6 pro. Wären 6 insgesamt. Machen wir das so. Dann machen wir jetzt hier nur ein Förderband voll. Ein Förderband wären 3 von den Kollegen. In ein Förderband rein. So. Das sind jetzt die Vierecke. Die müssen dann nach oben hoch. Und die drüben das gleiche Prinzip nochmal. Das heißt, hier jetzt die 3 wieder. Da drauf. Da längs, da runter. Und dann kommt der dorthin. Zack. Jetzt können wir hier die Sachen nach oben ziehen. Das heißt, hoch. Bisschen, warte mal, können wir hier die Sachen direkt hochlegen. Ab hier schon. So. Und wir können es auch mal komplett zurückziehen. Warte mal. So, warte mal, wenn ich den jetzt hier hinpacke, ein vorziehe, nach oben gehe. Ich kann sogar auf dieselben. Ja, gut, könnte man das auf derselben Ecke machen, aber ist im Grunde egal. Drum ist es dann eventuell sich überschneidet, das wollen wir nicht vermeiden, dementsprechend passt das schon so. Und jetzt können wir hier. Da runter gehen. Und daran. Und der sollte jetzt auch das verbinden, ne? Nee, macht er nicht.
Weil natürlich... Ja, okay, das erkennt er so nicht. Macht aber nichts. So. Und da können wir jetzt den Spaß nehmen, zusammenführen und reinleiten. Der Output ist ja von... Genau, der Output ist von da. So, da nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben und dann einfach dahin. So. Jetzt müssten die Fabriken eigentlich... Scheiße. Natürlich genau verkehrt rum, ne? Shit. Okay. Das war gerade mein Fehler. So. Okay, das heißt, du, mein Freund... gehst da nach unten rein. So. Das geht einfach nur nach oben. So. Hops und hops. Ach so, ja, natürlich. Das geht natürlich so nicht. So, so ist es richtig. So, von unten kommen die Vierecke rein. Oben drauf dann die Kreise jetzt. Nach oben. Oben längs. Fertig. So. Jetzt müsste das passen. Und dann sollten auch die Sachen da reinkommen. Genau, mit QE kann ich die Etage wechseln. Wie oft geht das? Geht nur eine. Okay, aktuell nur eine Etage. Vermutlich gibt es später noch mehrere, aber aktuell gibt es nur eine. Aber jetzt sollte, jawohl, guck mal da. Auch hier wieder. Nein! Ah, scheiße. Warte mal, Steuerung Y. Glücklicherweise haben wir das. Zack. Auch hier wieder. Schaut euch mal die Animation an. Das Zeug fällt da von oben runter. Fällt da drauf. Und wird dann dort so zusammengeschubst, zusammengedröht, ne? Da festgeklopft von beiden Seiten. Zusammengeschubst, fertig. Diese kleinen Details, die aber so viel ausmachen, sind so unglaublich toll. So. Die Fabrik müsste jetzt aber 100% laufen, weil die keine 15 pro Minute verarbeiten. Genauso wie alle anderen auch. Schauen wir gerade mal. Der berechnet da gerade ein paar Items. Ja. Kommt einer dazu, zwei dazu. Und fertig. 98%. Ausreichend. Ausreichend. Wir könnten jetzt vielleicht nochmal... Vermutlich müssten wir besten... Obwohl, bessere Förderbänder würden nicht gehen. Das, die Dinge sind ja schon voll, ja. Aber hier auch alles gut und die Sachen kommen da rein und fertig. Gut, ich werde jetzt noch ein bisschen spielen, noch ein bisschen weiter austesten und dann sehen wir uns dann zu einem abschließenden Fazit wieder, denn die Demo ist ja doch nur relativ kurz, dementsprechend wird es dann noch nicht so viel Content geben, aber mal schauen. Bis gleich. So, da bin ich schon wieder und ich habe jetzt ein bisschen rumexperimentiert, ein bisschen rumgespielt und das Ding ist wirklich gut. Es sind so viele Kleinigkeiten dabei, wie zum Beispiel auch hier unten hat man jetzt die Option einzustellen, in welchem Winkel die Kamera snappt. Willst du, dass deine Kamera immer im 90-Grad-Winkel snappt? Oder nur 30 Grad oder 45 Grad? Und das in jeder Blickrichtung. Das ist so gut. Das sind so Kleinigkeiten, weil gerade bei so einem Spiel versuchst du halt schon eine vernünftige Kameraposition zu finden, damit du es möglichst gerade hast. Und dann kannst du es halt wirklich dann so einstellen, dass es eben vernünftig snappt. Und das sind so Kleinigkeiten, so wirklich winzige, kleine Quality of Light Updates in einer Demo. Das darf man nicht vergessen, das ist immer noch eine Demo, die ist ja eigentlich noch gar nicht wirklich fertig. Das ist so gut. Das sind einfach so viele Sachen. Ich habe inzwischen auch das Copy-Pasten freigeschaltet. Und hier hast du jetzt die ersten Einschränkungen zum Beispiel. Du brauchst zum Beispiel zum Copy-Pasten hast du diese Bauplanpunkte. Das heißt, wenn du was kopierst, jetzt mal hier den Bereich zum Beispiel.
zack, und sagst, ich möchte das jetzt kopieren. Die jetzt einzufügen würde mich jetzt 358 Bauplanpunkte kosten. Um halt eben zu verhindern, dass du nicht einfach nur wild irgendwelchen Bullshit in der Gegend rumkopierst, halt eben irgendwelche Fabriken redundant überall hin platzierst, sondern halt eben auch überlegst, wo du jetzt kopierst. Diese Bauplanpunkte bekommst du, indem du einfach bestimmte Formen in den Kern wirfst. Zack. Da habe ich jetzt schon ein bisschen was gesammelt. Bin jetzt auch schon ein kleines bisschen unterwegs. Mit ein bisschen Pause zwischendrin, weil die Kurze was wollte. Aber im Großen und Ganzen ziemlich geiles Ding. Und ja, jetzt seht ihr schon, ich habe jetzt hier ein paar rote Dinger. Die kommen jetzt von außen her. Und da kommen wir jetzt zum letzten großen Teil dieser Demo, wo ich sage, alter Vater. Du hast ja nicht nur diese Hauptplattform, sondern du kannst, wenn du weiter rauszoomst, weitere Plattformen bauen, überall. Du hast dann hier diese Plattformpunkte. Ich habe jetzt aktuell 63 von 250 Punkten. Ich vermute mal, das Limit erhöht sich später. Und da hast du einmal diese Bohrer, diese kleinen Bohrer. Ups, müssen wieder rauszoomen. So, da hast du diese kleinen Extraktoren. Die haben dann halt nur so ein paar Anschlüsse. Du hast diese großen Extraktoren, die haben ein paar mehr Anschlüsse. Und du hast halt verschiedene Formen auf den Asteroiden. Dann hast du die Förderbänder. Und die, das ist so geil. Du kannst sie entweder so als Förderband hinlegen, dann geht es halt eben so. Du kannst sogar um Knick legen. Dann knicken die auch so. Oh, kostet mir erstmal eine Plattform. Oder aber du ziehst halt mal ein langes Förderband und ab einer gewissen Länge, ab 3, einfach ziehen, wird es dann zu diesem Rohr. Das Rohr kann immer nur gerade, weswegen ich jetzt knicken möchte, muss er quasi das einmal so umdrehen. Ja, da muss eine Plattform dazwischen. Aber das Coole ist, in dem Fall zählt es tatsächlich nur als eine Plattform. Ne? Das jetzt hier ist eine Plattform und das ist eine Plattform. Das Rohr zählt nicht. Die Sachen können sich sogar kreuzen, sogar auch in den Wegen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel, habe ich das ein bisschen krasser gemacht. Das sind jetzt ein paar Sachen. Und es kann so, könnte sogar jetzt ein Rohr einmal hier komplett durchziehen, wenn ich das wollte. Warte mal. Und es würde funktionieren. Das heißt, da bist du nicht mehr ganz so eingeschränkt. Ich meine, es ist ja Space, da kann man ja nach oben unterieren. Das macht durchaus Sinn, dass das so funktioniert. Dementsprechend passt das schon mal. Aber ja, ich finde das ziemlich genial. Und da kann man dann auch, noch ein bisschen weiter rauszoomen. Und dann sieht man so ein bisschen, wo man so die verschiedenen Plattformen hat. Du kriegst verschiedene Sachen, die du abbauen kannst. Verschiedene Asteroiden, wo du bauen kannst. Verschiedene Farben kommen noch dazu. Hier habe ich noch gar keine Plattform drauf. Ja, da sehe ich noch gar nichts. Und wenn du dann noch ein bisschen weiter rauszoomst, das ist jetzt so, kurz mal zum Vergleich. Das ist die Hauptplattform. Da haben wir angefangen. Das ist die Startplattform. Das ist so ein bisschen der unmittelbare Bereich, wo du Sachen bauen kannst, wo du Sachen abbauen kannst, mit ranziehen kannst. Du kannst sie auf den Plattformen verarbeiten, du kannst sie auf den Kreuzungen verarbeiten, wie hier zum Beispiel. Da habe ich hier so ein Ding jetzt drin gepackt. Und auch sehr schön, kurz mal, kleiner Schwung zurück, du hast hier oben gespeicherte Baupläne. Unter B. Da kannst du halt eben direkte Baupläne einmal abspeichern und die dann entsprechend platzieren, wie zum Beispiel diese Sechsfachstapler, die ich hier habe. Das ist ja ein richtig cooles System, die braucht man ja öfter mal. Und die, dann nimmst du den Bauplan, klatscht den hin, fertig ist das. Du kannst auch, das habe ich hier drüben gemacht, glaube ich, ja, Fabriken, die nur, die eigentlich nur eine Ebene haben, kannst du auch einfach übereinander stapeln. Und kannst sie dann gemeinsam betreiben. Das habe ich jetzt hier mal gemacht zum Beispiel. Und du kannst dann die obere Ebene aber ausblenden, wenn du möchtest. Auch wieder so ein cooles Feature. Das ist jetzt kein super Feature, aber es ist halt eben, dass sie daran gedacht haben, ist halt geil. Das ist so wirklich, da hat jemand gespielt, und dachte sich so, wisst ihr was? Ich will gerne sehen, was da drunter ist. Ich baue das mal ein. Ja? Du hast dann hier Kartenmarkierungen, die du packen kannst. Du kannst hier Markierungen, du kannst einen Vortex springen. Auch das hat die Navigation wird hier vereinfacht. Und ich kann zurück, ich kann vor. Es ist gut. Aber das ist jetzt der Startpunkt, wo ich bin, ne? Das ist meine unmittelbare Umgebung, wo ich halt eben Sachen abminern kann. Hier hätte ich jetzt ein paar Sachen. Ich könnte jetzt sogar hier schon die Sachen rausminern, dann hier den einen Pinöckel nehmen, den Kreis draus machen, den dann zu einem kompletten Kreis machen und den da drauf packen. Du kannst übrigens hier alle Formen, kannst du dir hier nochmal genauer anschauen. Aufgesplittet auf die einzelnen Teile, wenn du es möchtest. Das ist ziemlich cool. Dann kannst du halt diese wieder rauszoomen, das ist so ein bisschen das. Und dann hast du nochmal den größeren Bereich. Die Quadranten. Und dann hast du nochmal einen größeren Bereich. Ja. Ich will ja nichts sagen, aber was zum Fick, Mann?
Das ist deine Welt hier. Das ist, du kannst jetzt reinzoomen und rangucken und dann hast du in jedem Bereich wieder so ein Quadrat, wo du Sachen machen kannst. Die Sachen müssen logischerweise irgendwie zum Vortex und du hast halt eben die Begrenzung mit den Plattformen. Aber was zum absoluten Fick, Mann? Start. Startgebiet. Weltraum. Und der Weltraum ist, ich weiß nicht, ob da eine Grenze hat. Ich habe es noch nicht getestet. Man kann mit Shift ein bisschen fliegen. Sieht jetzt aber erstmal nicht so aus. Nö. Und du kannst dann überall reingehen und hast dann überall wieder dieselben Dinger. Und jetzt könnte ich hier eine Plattform bauen und die rüberschicken, wenn ich das wollte. Es ist einfach nur der Hammer. Auch das Interface ändert sich halt sehr, sehr gut, sehr schnell, wenn du halt eben, wenn du Sachen irgendwo reingehst, rauszoomst und so weiter. Hier können wir die Asteroiden einschalten, sehen wir, was da drin ist. Hier sind wir wieder ein neues Interface, das sieht jetzt gerade gar nicht mit der Kamera davor. Da kannst du halt eben dann so überschalten, die Internetlinien einschalten, du kannst den Transfer einschalten und sehen, ob der, wie der Transfer gerade aussieht, in welche Richtung geht. Du kannst die Tunnel anzeigen lassen, wenn du die sehen möchtest, auf der großen Karte. Und wenn du reinzoomst, ist es wieder weg, weil das hinten sind hier nicht mehr. Alles sehr geil gemacht. Ich habe jetzt gerade mal das Fließbandtempo erhöht auf 150. Und bin jetzt gerade dabei, die letzte Herausforderung abzuschließen. Und zwar habe ich jetzt hier schon, ich soll jetzt diese Form machen, ne? Das ist jetzt relativ simpel. Zack. Einfach nur die zwei Dinger. So, ich habe mir dazu schon einmal hier drüben, nicht hier drüben. Warte, ich mache mal ganz kurz die Tunnel und Dings aus. Ich habe hier drüben einmal bereits eine Insel gefunden, wo ich diese Form habe. Das ist schon mal gut. Die drehe ich jetzt einmal und dann hat sie die richtige Anpassung schon mal. Und ich habe jetzt hier oben ja die rote Ecke. Das Problem ist, ich habe jetzt nichts weiter großartig Rotes, was in der Nähe ist. Hier komme ich noch nicht ran. Das muss ich wahrscheinlich erst später noch freischalten. Das sind noch Formen, die gibt es noch nicht wahrscheinlich. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel den mir angeguckt hier. Und alles, was ich machen muss, ist quasi... Nee, das war der hier, war das? Genau. Ja, den hier. Und da schneide ich jetzt einfach die obere Hälfte weg. Und dann habe ich halt eben diese Pindorix. Die muss ich jetzt einmal 180 Grad drehen. Da habe ich schon bereits einige Sachen freigeschaltet. Ich habe jetzt fast alle Formen freigeschaltet, die es gibt. Ich muss jetzt einmal die Hälfte von denen, muss ich jetzt 180 Grad drehen. Zack. Das könnten wir jetzt eigentlich... Man könnte den jetzt tatsächlich kleiner bauen, wenn man das wollte. Also... Der liefert ja nur 30. Heißt, der 75er, der könnte gerade zwei bedienen auf einmal. Das Problem ist, ja, weiß ich nicht. Ich meine, ja, komm, mach mal richtig. Aber normalerweise ist es halt, spätestens wenn du hier die, wenn du ein Upgrade kriegst für die Harvester, dann wird es eventuell wieder problematischer. Aber machen wir es mal richtig. Wir machen jetzt mal zwei 180-Grad-Rotatoren. So. So, dann zack, die jetzt da drauf. Und die jetzt zusammengeführt wieder zu einem. Dann haben wir jetzt einmal den. Und die müssen wir jetzt zusammenfügen. Dazu nehmen wir jetzt logischerweise unseren 6x Stapler wieder. Den drehe ich einmal. Der passt doch genau auf diese Plattform hin. Ne? Das ist recht praktisch. So. Nur einmal drehen, dass es dann in die Richtung geht. So, zack. Und jetzt der untere, ist ja im Grunde ist es egal, wo ich es hinziehe. Dann packen wir den mal, ja, packen den mal nach dorthin. Zack. Und den ist aber nach dort. So. Dann gehen die schon unten hin und die hier von hier, die halt eben die andere Richtung zeigen, die gehen dann nach oben hin. Hier mal C drücken, fest ankern, nach oben gehen und da oben jetzt ran. Achso, das geht wieder nicht. Hier ist übrigens das Problem, das kann ich keine. Die Dinger können keine T-Kreuzung. Ich weiß nicht genau warum, aber T-Kreuzungen sind der Feind, wie es aussieht. Kann er nicht. Wenn ich es versuche, das so zu machen, sagt er, geht nicht. Das heißt, wir müssen den also hier ranpacken. So. Und dann einfach so und dann passt es auch. So, jetzt kommen die beiden ran und am Ende kommt dann eben der Spaß raus. So, und jetzt müssen wir nur noch die Sachen, von wo ich jetzt das Ding gehabt, da.
So, hier kamen jetzt schon die beiden Dinger raus. Den schiebe ich hier lang durch das Rohr. Die parken sogar an dem Rohr. Nur ein bisschen geschlängelt halt. Das ist, du kannst, aber übrigens, guter Punkt, du kannst hier auf den Geräten, kannst du auch die Sachen auf zwei Schienen, du kannst hier Förderbänder stapeln übereinander, auch hier, auch bei den Rohren, du kannst also bis zu 8 pro Seite rausjagen, nicht nur 4, auch sehr nett. So, hier kommt der an, der geht dann das Rohr nach da oben, zack, und kommt dann dort an, so. Der ist dann hier an der Stelle, den müssen wir jetzt nochmal kombinieren, also wir machen nochmal den 6-fach-Kombinierer. Zack, packen wir nochmal hin hier. Da war dann der Ausgang. Ja, das passt. Und dann können wir jetzt den hier ranziehen, tatsächlich. So. Und den dann von hier nach oben ziehen. Daran, fertig. So. Und jetzt sollte da dann die fertige Geschichte kommen. Wir schießen den dann hier rüber. Schießen den dann mit nach... Oh. Müssen wir mal nach oben sehen, wie es aussieht. Zack. Die drei daran. Die drei daran. So. Zack. Und da haben wir schon mal den Spaß, den wir brauchen, ne? Nee, scheiße. Haben wir nicht. Okay. Warum? Weil der falsch gedreht ist. Die sind nicht. Dem muss es gedreht werden. Okay. Dann müssen wir das kurz ändern. Das hatte ich so gerade nicht auf dem Schirm. Wir müssen die erst noch drehen. Machen wieder den 100... Nee, es ist der 90 Grad Rotator einfach. Das reicht ja aus. So. Mit Tab kann man die Form wechseln. Mit R kann man drehen. Zwei müssten ja reichen. 75. Öffnen die obere Ebene aus. So. Okay, jetzt können wir da das so ranklemmen. Und jetzt sollte das wieder passen. Du kannst, auch wenn zum Beispiel die Sachen doof sind, dann kannst du einfach das gesamte, den gesamten Bereich markieren. So. Und dann noch sagen, pass auf, einmal löschen bitte. Dann löscht er alles, was auf den Förderbändern ist. Also hier zu markieren, dann hast du hier die Option, einmal alles leeren, dann löscht er alle Inhalte. Wenn du dich halt immer vertüdelt hast, musst du nicht warten, bis es komplett leer ist. Okay, und da kommen jetzt so unsere Freunde an. Die, die wir brauchen. Und die müssen jetzt logischerweise nochmal mit nach vorne. Und da würde ich die am besten hier mit hinschieben. Dann löschen wir die Plattform mal ganz kurz. Und die da machen jetzt einfach nur einzelne Plattformen. So. Zack. Können wir die hier rüberschieben vielleicht? Warte mal. So. Dann geht der da hoch und jetzt müssen wir den einmal noch ein bisschen verschieben. So. Hups. Oben, upsala. Nein. Nach oben ziehen. Daran. Und hier das gleiche jetzt. C, ab nach vorne und rein. Damit schiebe ich jetzt dann die restlichen Sachen rein. Du kannst viele Sachen, die du halt gebaut hast, wie zum Beispiel den jetzt hier, könnte ich jetzt löschen. Ich könnte den Bereich wieder löschen, der von außen kommt, den brauche ich nicht mehr. Ich habe mir jetzt mal drin gelassen, damit man das Gewusel mal sieht, was da so abgeht. Aber im Großen und Ganzen ist das schon eine echt geile Geschichte. So, da kommen jetzt noch die falschen und das ist okay, jetzt kommen hier die richtigen und dann haben wir die Demo-Herausforderung. Ah, nee, das ist noch gar nicht das Ende. Okay, das ist so die. Okay, soll aber, glaube ich, dann auch für die Demo selber reichen. Zumindest fürs angespielt. Ich denke, man hat da schon alles gesehen. Jetzt, der Rest ist dann wirklich dann noch die High-End-Herausforderung. Ich denke, hier drunter werden noch Formen liegen, die ich noch gar nicht kenne. Das heißt, da habe ich mich vermutlich gerade blockiert. Oder, ja, mal gucken. Aber wir haben ja ein bisschen mehr Platz. Es ist ja nicht so, als wären wir hier, wie bei armen Leuten, nicht? Das ist jetzt, warte mal, 1, 2, 3, 4. Das wird 5 mal 5. 1, 2, das sind 7, ne? Ich würde sagen, das sind 7 Felder. Hier sieht man so, warte mal, es sind drei.
3, 3. Das sind also hier 3. Ja, also die sind dann 7 mal 7 von den Dingern. Und davon haben wir dann nochmal eine ganze Menge. Ja? Und das hier ist ja schon recht groß. Das sind ja nochmal 3 von den Feldern. So krank. Einfach nur so krank. So. Da läuft gerade die Herausforderung und generell, das ganze Ding sieht super aus. Es hat echt geile Sachen. Teilweise auch bin ich gespannt, was das hier noch für Storys, was da noch kommt, weil da fliegen so einfach mal geometrische Formen rum. Ich weiß nicht, auf was für einem Trip die Jungs waren, als sie das Universum gebaut haben, aber das, ja, doch. Gebt mir was davon ab. Sehr, sehr geil. Jetzt zum Beispiel. Achso, da habe ich jetzt den. Hä? Achso, das ist ein. Ach Quatsch. Das habe ich jetzt gar nicht erst gesehen. Selbst wenn. Och, das sind so Details, die brauchst du halt auch gar nicht. Du könntest einfach diesen Asteroiden draufklatschen und fertig. Aber nein, die haben natürlich den Bohrer auf Stelzen gestellt, der dann mit Lasern die Sachen ablasert, reintransportiert und dann hier oben zur Verfügung stellt. Natürlich machen die das so. Natürlich gehört das so mit dazu jetzt. Alter. Es ist so viele Kleinigkeiten, was halt deutlich zeigt, dass die hier mit extrem viel Liebe zum Detail arbeiten. Das ist nicht einfach nur mal so kurz nur 15 hingeklatscht, sondern da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht und das ist wirklich, da steckt so viel. Ich bin gespannt, was der ganze Bums kostet später. Aber das ist einfach nur grandios. So, jetzt können wir mal kurz gucken gerade. Zum Beispiel hier, die Plattform Queen ist wieder weg, ne? Die brauchte ich ja nicht. Die habe ich ja nur zum Demo hingestellt, genauso wie die hier. Aber ne, guck, allein diese kleine Animation, ne, dieses kleine Ding, aber auch das mit den Förderbändern. Du hast ja überall, wo die Förderbänder sind, jedes Gebäude, jeder Teilbereich, diese kleinen Pöller, die hoch und runter gehen, die Dinger, die drehen und das Zeug rüberschubsen, dass die Dinger im Rohr sichtbar sind und da auch so ein bisschen Schlangenlinien fahren, weil sie quasi halt eben in der Luftröhre sind. All diese Sachen. Das ist so, so grandios. Und zeigt halt eben, wie gesagt, dass es hier ist, das Unternehmen, das es macht, Topspr Gaming Studio, ist ein deutsches Studio übrigens. Die haben hier echt nochmal richtig einen draufgelegt. Ja, hier ist die Grundfabrik mit ein paar, was auch mal da rausguckt. Ja, also die haben hier echt nochmal gut einen vorgelegt und die haben wirklich hier mit Liebe zum Detail den Kern vom Shapes, was hier ihr bis dato größtes Spiel war, den Kern von Shapes beibehalten, aber das nochmal so rausgeputzt, dass das schlackern die Ohren. Das ist wirklich, ich habe ungelogen bisher in meinem Leben noch kein Spiel gesehen, was innerhalb von einem Deals oder innerhalb von einer Fortsetzung einen solch gewaltigen Wandel zum Besseren vollzogen hat und dabei trotzdem dasselbe Spiel geblieben ist. Absolut grandios. Ich meine, klar, die Vorlage war jetzt relativ einfach gehalten, aber das zeigt halt auch wieder, dass es manchmal einfach wirklich nur eine gute Spielmechanik braucht und nicht super High-End-Grafiken. Aber wenn man dann eine geile Spielmechanik hat und die noch mit super Grafiken versehen kann, dass es halt auch nochmal schick aussieht, dann hast du einen absoluten Gewinner an der Hand. Und ich glaube, das sehen wir hier bei Shapes 2. Die haben wirklich das Beste von Shapes 1 genommen und das jetzt nochmal richtig, richtig rausgeputzt. Okay, ich bin mal gespannt, was ich noch kriege, wenn ich die Demo-Herausforderung beendet habe. Mal gucken, was er mir dann noch auftischt. Vom Preis her würde ich sagen, für Leute, die auf so Automatisierungsgedöns stehen, bis zu 20 Euro sind auf jeden Fall ein guter Preis. Ach, jetzt kommt wieder die Sonne durch, ich hasse es. Ist auf jeden Fall ein guter Preis, den ich hier mitgehen würde bei dem Spiel. Das Spiel hat natürlich jetzt keine super Story irgendwas, aber ich habe jetzt schon 4 Stunden Spielzeit in der Demo. Hab noch nicht alles gesehen. Und überlege schon wieder, wo könnte ich jetzt was noch wie bauen, dass es besser aussieht. Wie kann ich die Limits erhöhen oder aufpassen, wie kann ich es automatisieren. Was kann ich noch verbessern, was wird dann noch schneller und so weiter. Ja, das ist so gut. Das ist so gut, ich liebe es einfach.
Das heißt also, ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich für 20 Euro würde ich mir das Ding auf jeden Fall holen, weil das hat das Ding auf jeden Fall drinne. Definitiv. Okay, komm, mach ihn da. Die letzten paar Dinger noch hier. Ich hab doch schon schnellere Förder... Oh, warte mal, es liegt gar nicht an den Förderbändern. Das liegt an den Fabriken, die sind nicht schnell genug. Okay, an welchen Fabriken liegt es denn da jetzt gerade? Der liefert genug. Der liefert auch genug. Das sind also die Jungs hier. Die 6x Stapler reichen nicht mehr, obwohl die schon beschleunigt sind. Die machen jetzt schon 30, aber es reicht halt eben nicht mehr, um das Förderband komplett zu füllen. Okay, hier liegt es auch nicht. Warte mal, hier... Warum? Oh shit! Ich bin ja ein Vollidiot. Das... Oh boy. Oh boy. Das Ding läuft gerade mit halber Kraft. Kein Wunder, dass es so lange dauert. Warum kommt hier nichts an? Weil der auch falsch ist, ne? Ja. So, warte mal. Aber genau das Ding ist, du hast dann irgendwo eine kleine Ecke drin, ne? Du kannst aber wunderbar nachvollziehen, Troubleshooting machen und rausfinden, woran hängt's denn jetzt? Ah, lecker. Eben weil das so gut visualisiert ist alles. Nee, ist einfach geil. Ist einfach super, super geil. Und jetzt gucke an, Förderband voll. Genauso wie es sein sollte. Demo-Herausforderung ist erledigt. Oh, okay, das war's tatsächlich. Das war's mit der Demo. Auf jeden Fall auf die Wunschliste, das ist ganz klar. Das kommt jetzt als allererstes. Oh, jetzt frickelt mein Bildschirm wieder. Da. Wunschliste. Ups. So, fertig. Weil das hat das Spiel auf jeden Fall echt verdient. Und wie gesagt, ich bin super begeistert. Super begeistert. Und dazu noch eine gute Musik. Oh Gott. Jesus Christ. Nee, das wäre das Ende der Demo. Da brauche ich nur einen davon. Oh, brauche ich auch Plattformlevel plus 250. Ja, jetzt wird es dann langsam lustig hier. Okay. Nice. Ja, da sieht man schon, wohin die Reise so geht dann quasi. Nett. Plattformlimit. Okay, so, da hört man quasi nur das Plattformlimit. Nice. Ja. Mega. Absolut mega, mega gut. Ja. Das soweit zu mir. Das soweit zur Shapes 2 Demo. Ich fand das Grundspiel gut. Das Ding nimmt alles Gute von dem Grundspiel und macht es so viel besser. Packt es in 3D, animiert es angenehm. Die Baumechaniken auch sind so... Du bist so drinne. Das ist Kabel ziehen, Fabrik ziehen, ruckzuck fertig. Kein wildes Rumgeklicke, wildes Sortieren, alles. Ich habe jetzt in der Demo nichts gefunden, was mich aktiv irgendwo auch nur ein kleines bisschen gestört hätte. Ich hatte durchweg Spaß, keine Crashes, keine Bugs, keine wilden Fehler und auch keine Sachen, wo ich sage, da musste ich jetzt so viel rumhantieren. Okay, eine Ausnahme. Das hier. Damit komme ich jedes Mal durcheinander. Mit dem Hoch und Runter und dann wieder anschließen und Dings. Aber das kann man auch durch Baupläne schnell umgehen. Weil du dann halt eben das relativ schnell... Du machst es dann einmal, kopierst es und fertig. Das geht dann. Oh, und wenn du halt keinen Bauplan machen willst, auch nicht ganz vergessen. Wenn du keinen Bauplan machen willst, du kannst doch einfach nur Sachen nehmen, kopieren und direkt neu platzieren und fertig. Wenn Platz ist. Zack. Puff. Oh, falsch platziert. Machen wir zurück. Gehen die Punkte nicht wieder hoch? Warte mal. Steuerung Y. Ja, die Punkte gehen auch wieder hoch, natürlich. Natürlich gehen die Punkte wieder hoch, wenn du das Ding wieder rückgängig machst. Selbstverständlich tut es das. Es ist so gut. Das soll es für mich gewesen sein. Wie üblich, wenn euch dieses Video gefallen hat, gerne mit subscriben oder links rechts zu Wiesling, da gibt es mehr von mir. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschö, tschö.